So, es wird heute, glaube ich, nichts mehr. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, ihr hört schon, Ramses ist schon wieder erkältet, ne? Ramses hatte keinen Bauch-Ramses gestern, aber der war total schwindelig, total geschwitzt, Schüttelfrost, sonst was hin und her. Dann erstmal ein heißes Erkältungsbad, einen super guten Brust-Hals-Husten-Tee, irgendwas genommen. Und dann habe ich gedacht, okay, warte mal, da stehen so Pakete noch im Flur. Der Sören hat auch im Stream gesagt, was? Das muss doch in den Kühlschrank. Was die meisten nicht wissen. Was die meisten nicht wissen, wenn ich Pakete habe, die stehen auch mal eine Woche oder so dann im Flur rum, bevor ich die das erste Mal auspacke. Aber wir haben jetzt den Hinweis bekommen, dass wir das mal auspacken müssen. Deswegen packen wir jetzt den Sören seins als erstes aus, obwohl ich noch mehr andere habe, die sogar eher gekommen sind. Da steht auf jeden Fall überall, Vorsicht, Glas. Kennt ihr den Sören Löffler? Ja? Azubi the Postman, der Sören. Also der Zwillingsbruder vom Benjamin Engel. Das haben wir einfach mal so festgelegt. Das ist ein super genialer Karton, ein Schuhkarton, wie ich sehe. Den versuchen wir jetzt mal aufzumachen. Das sieht schon wieder sehr kompliziert aus. So, ich glaube eigentlich ist es egal, wie man den aufmacht, der fliegt ja eh weg am Ende. Kann ich auch hier einfach so machen. Und dann hier hoch. So, dann hier drüben das gleiche nochmal. Hier lang und hier hoch. Und dann blicke ich gar nicht mehr durch. Also schlitzen wir uns nochmal hier durch. Komplett unten lang. Jetzt müsste das eigentlich aufgehen. Das hängt wieder hinten noch. Da hat der Sören auf jeden Fall sehr gute Arbeit geleistet. So, jetzt ist es auf. Und hier haben wir auch gleich ein Zettelchen drin. Servus Ramses. Das steht hier wirklich. Habe dir drei Sorten Bier eingepackt, die hoffentlich nicht kaputt gegangen sind. Einmal Lauderbacher Pilz, einmal Vogelsberger Schöppchen, einmal Schlitzerbräu. Schlitzerbräu ist das jetzt passend zu Halloween für die Massenmörder. Guten Durst und Prost. Liebe Grüße Sören oder auch The Postman. So, drei Sorten Bier. Das sieht gar nicht aus wie Bier, aber hier steht Cookies und Milk. Das muss bestimmt nicht in den Kühlschrank. Das kann man so zu sich nehmen. Die Biers? Da muss ja irgendwas Komisches dabei sein, was in den Kühlschrank muss, wenn ich mir das so durchlese. Oder war es gar nicht Sören? Doch, klar war es Sören. Hier haben wir noch einen Cookie. Cookie and Milk, ne? Den zweiten. Vielleicht haben wir auch noch einen dritten, sodass wir dann drei Biers und drei Schokoriegel haben, die man passend dazu immer essen kann. Hier noch ein bisschen Schleichwerbung gemacht, gleich mit einem Nettobeutel. Und da habt ihr auch das erste, nämlich das Lauterbacher Burgbräu aus Hessens ältester Familienbrauerei Pilz. Lauterbacher habe ich noch nie getrunken, habe ich noch nie gesehen. Sieht auf jeden Fall sehr fresh aus. Ein sehr helles, weißes, edles Etikett. Und hier eine schöne goldenen, ein goldenes Wappen, hier goldenen, einen goldenen Rand oben, unten. Das Lauterbacher ist auch nochmal mit so Goldschatten umrandet. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Riecht auch noch nichts. Hab gerade gesagt, ist ein bisschen klebrig, aber passt schon. Eine Flasche Lauterbacher Pilz. Kennt ihr Lauterbacher Pilz? Habt ihr schon mal Lauterbacher Pilz getrunken? Gucken wir mal nach dem zweiten, dass sich gleich ein bisschen dicker anfühlt. Scheint also eine ganz andere Flasche zu sein. Genau hier. Vogelsberger Schöppchen Helles. Das wäre was für einen Hannes, der übrigens mit Ginaya gerade noch drüben sitzt. Vogelsberger Helles Schöppchen. Ein blaues Etikett, sieht auch genial aus, passt irgendwie zur Winterszeit, oder? Weil das ist zwar kein Winter, das ist halt nur alles hier so ausgeblaut,
da ist kein Schnee da, aber so von Weiden würde ich das wie ein Winterbier mir dahin packen. 100% Vogelsberger Handwerk, authentisch, regional, eben echtes Vogelsberger Handwerk. Schmeißen wir uns auch mal hier oben hin. Dickes Fläschchen. Wir haben gerade nach den Prozenten geguckt. 4,9 und 4,9. Beides 4,9. Das ist schon mal genial. So, jetzt suche ich aber erstmal den dritten Schokoriegel. Und wie ich sehe, sind nur zwei drin. Das war das Paket, was unbedingt in den Kühlschrank muss. Das Bier kannst du doch jederzeit kühlen. Das verstehe ich nicht. Jetzt habe ich aber auf jeden Fall richtig tolle Tüten, ne? Die man mal so mitnimmt. Ja, Bier kühlen. Meistens kühle ich die aber sowieso nicht. Meistens stehen die in der Küche auf dem Boden rum. Und irgendwann trinkt man sie dann. Das ist ein kleines 0,33, auch 4,9. Wahrscheinlich gibt es nur 4,9% bei ihm. Ein Urhahn, helles Alt, obergärige Spezialität, Schlitz. Schlitz ganz klein unten, aber guckt euch das an. Auch ein sehr edles, auffallendes Etikett-Design. Habt ihr oben auch einen grünen Deckel? Wie passt das Grün jetzt hier rein? Gut, weil die Schrift hier grün ist. Ansonsten interessantes Bild. Schlitz Hessen, Auerhahnbräu, Schlitz Hessen. Sieht aus halt wie eine alte, modrige Landkarte. Das gefällt mir aber auch aus der Vogelsberger Landbrauerei. Ne? Vor über 50 Jahren begründete der rheinländische Braumeister Gustl Beetz die besondere Tradition des Urhahn Alt. Seit dieser Zeit prägt diese obergärige Spezialität die Jahrhunderte alte Bierkultur des Schlitzer Landes und bietet allen Bierkennern einen fruchtigen, frischherben Biergenuss der Extraklasse. Das klingt doch gut und ich glaube, hier werde ich jetzt auch einfach mal aufmachen kurz und einen Schluck probieren. Das sind wir dem Sören schuldig. Das kommt aber jetzt nicht aus dem Kühlschrank. Ist ja nur ein kleines Fläschchen, damit wir hier was zu sagen können. Ich werde wahrscheinlich eh gar keinen Geschmack haben, aber probieren wir mal das Urhahn, helles Alt, Schlitz Hessen. Ja, schmeckt auf jeden Fall nicht wie Spülmittel, wie die Dinger, die mal in dem Adventskalender rumfliegen. Ich kann auch nicht sagen, dass es herb ist, aber es ist vollmundig, sage ich mal dazu. Es ist kein leichtes Bier, es hat schon einen präsenten Geschmack, der sich hier so richtig reinlegt, aber nicht zu bitter ist. Also kann man trinken, ist ein interessantes Bier mit einem super Etikett und einem tollen Namen. Was will man mehr? Die zwei anderen weiß ich nicht, werde ich vielleicht mal bei Chill mit Ramses trinken am Montag. Das wird auch das Lauterbacher und das Schöppchen uns einverleiben, auch wenn es zwei verschiedene sind. Kennt ihr eins von den Bieren? Welches fandet ihr am besten? Welches Design hat euch am besten gefallen? Das Lauterbacher Burgbräu mit diesem edlen weißen Etikett. Das Vogelsberger Schöppchen, was aussieht wie eine Winterlandschaft. Oder eben unser super Urhahn Schlitz, ne? Das Schlitzer Bier. Für echte Schlitze. Das war's von meiner Seite aus. Danke an den Sören. Danke für diese zwei Schokoriegel. Da gebe ich jetzt einen Hannes und einen Shania. Ne, weil ich bin da nicht der süße Typ. Deswegen kriegen das jetzt die Gäste. Schön, dass du für mich keinen reingepackt hast. Wir sind raus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.